Der Niederrhein-Talk wird präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein. Ihr starker Finanzpartner in Moers, Rheinberg, Neukirchen-Flüen, Xanten, Alpen und Sonsbeck. Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ihrem Niederrhein-Talk. Wunderschönen guten Abend. Ja, vielen Dank, das tut gut. Zum zweiten Mal sind wir hier zu Gast in der Kundenhalle der Sparkasse am Niederrhein in Moers. Und auch zur zweiten Ausgabe haben wir ein tolles Programm für Sie zusammengestellt mit tollen Themen, pünktlich zu Weihnachten. So ist es. Auch beim zweiten Mal haben wir wieder drei Themen für Sie vorbereitet. Wir kümmern uns heute Abend um die nicht immer ganz stressfreie Vorweihnachtszeit aus Arbeitnehmersicht, um die Arbeit von Moers Marketing und um den Kinder- und Jugendbuchautor Willi Fährmann. Ja, und ein Live-Act haben wir auch hier auf der Bühne. Georg Zimmermann wird uns den ganzen Abend über begleiten und live hier spielen. Lassen Sie sich überraschen. Loslegen wollen wir mit einem Thema, was uns aktuell alle angeht. Die Vorweihnachtszeit steht nicht nur für Besinnlichkeit, sondern manchmal auch für Hektik. Wie Arbeitnehmer aus der Region diesen Spagat bewältigen können, dazu erzählt uns gleich der erste Gast des Abends etwas. Zur Weihnachtszeit klingen am Niederrhein nicht nur die Glocken, sondern auch die Kassen. November und Dezember sind die umsatzstärksten Monate im Einzelhandel. Rund ein Viertel des Jahresumsatzes wird in den Wochen vor Heiligabend gemacht. Für die Beschäftigten in den Geschäften und Einkaufszentren bedeutet das Überstunden, Extraschichten, Stress. Gleiches gilt auch für den Dienstleistungsbereich und das produzierende Gewerbe. Das Fest der Stille wird da für manchen Arbeitnehmer ein Fest der Überforderung und Erschöpfung. Gut, dass Weihnachten nur einmal im Jahr ist. Der Advent. Eine Zeit der Ruhe und Besinnlichkeit. Aber eben auch eine Zeit der Hektik und des Stress. Mittendrin stecken all diejenigen, die in den vier Wochen vor dem Heiligen Abend ihrer Arbeit nachgehen müssen. Was der weihnachtliche Trubel für die Arbeitnehmer hier am Niederrhein bedeuten kann, darüber reden wir heute Abend mit dem Vorsitzenden des DGB Niederrhein und SPD-Landtagsabgeordneten Rainer Bischoff. Schönen guten Abend, Herr Bischoff. Guten Abend. Herr Bischoff, wie nehmen Sie die Vorweihnachtszeit wahr? Eher hektisch oder eher besinnlich? Eher hektisch. Also in den zwei Funktionen, die ich habe, sammeln sich ganz viele Termine. Also erstmal alle Gremien wollen dann vor Weihnachten alle nochmal getagt haben. Gut, das gibt es im Sommer auch. Also alle Sitzungen sind dann nochmal vorher. Aber dazu kommen dann Weihnachtsfeiern, dazu kommen Einladungen. Also es ballt sich eine Wust an Terminen und es ist manchmal ganz schwer, auch so in diese Besinnung reinzukommen. Also es begann eigentlich Ende November. Da kam ich aus einer sehr hektischen Tag im Landtag und dann hat die AG 60 Plus, das sind die Senioren bei mir im SPD-Ortsverein, schon die Weihnachtsfeier gemacht. Das war dann die erste, die ich besuchen durfte. Und da habe ich eine Viertelstunde gebraucht. Also, ne? Sie kümmern sich in Ihrem Job ja oft um Arbeitnehmerrechte. Mhm. Jetzt haben wir die Situation, dass in der Vorweihnachtszeit viele Unternehmen einen Großteil ihrer Umsätze machen und dass es dann um Arbeitnehmerrechte gar nicht immer so gut bestellt ist, die teilweise ausgehöhlt werden. Nehmen Sie das so wahr? Kriegen Sie das so mit? Ist das was, was man von Ihrer Seite aus bestätigen kann? Ja, also ob das jetzt generell zu sagen ist, dass das mit der Vorweihnachtszeit zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber in bestimmten Branchen ist natürlich so, dass die Hektik steigt in der Vorweihnachtszeit. Also wir haben jetzt gerade ja in dem Beitrag zu Beginn gesehen, der Einzelhandel ist gestriffen worden. Wir haben hier Herrn Schwarz von der Gastronomie sitzen. Also da ist es ja auch so, dass Weihnachtsfeiern überall sind. Und die Beschäftigten, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben schlichtweg verstärkte Anforderungen. Also im Handel ist es nach meinem Wissen so, dass 40-60% des Jahresumsatzes im Weihnachtsgeschäft gemacht wird. Und das führt dann natürlich dazu, dass es Riesenhektik gibt. Und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer identifizieren sich in der Regel natürlich mit der Aufgabe des Betriebes und mit der Dienstleistung, die sie bringen sollen. Aber ich finde, dann ist es auch schon mal wichtig, dass es klare Verhältnisse gibt. Also wenn ich schon weiß, ich muss länger arbeiten, da muss auch dann Schluss sein, wenn es verabredet ist. Oder wenn ich eine Überstunde mache, da muss auch ein Überstundenzuschlag dabei rumkommen und da muss ich mich auch dann darauf verlassen können. Ich glaube, das ist so ein Gerechtigkeitsempfinden, was die Menschen dann haben, ja. Und das sollte man dann auch nicht verletzen. Haben Sie denn das Gefühl, es geht ja auch oft über das Weihnachtsfest hinaus. Es ist ja nicht so, dass mit Weihnachten dann Schluss ist. Viel wird in der Vorweihnachtszeit umgesetzt, klar, aber nach den Feiertagen geht es dann ja schon auch gerade in der Gastronomie direkt weiter. Das ist einmal der Fall und das andere sind auch die Weihnachtsfeiertage selber. Also ich könnte aus meiner Familie plaudern zu meinen
Kindheitserinnerungen gehört das Weihnachtsfest im Stellwerk. Mein Vater war bei der Bahn. Also der musste dann am ersten Weihnachtstag arbeiten. Und dann sind wir dort hingegangen mit Kaffee und Kuchen und haben dann da eben so eine Ersatzfeier auf dem ersten Weihnachtstag abgehalten. Das gibt es. Ich habe Zivildienst gemacht im Pflegebereich. Da ist es ja auch völlig klar, dass da Weihnachten gearbeitet wird. Also das wird oft als entweder selbstverständlich hingenommen oder gar nicht so wahrgenommen, dass nicht nur bei Polizei und Feuerwehr Weihnachten gearbeitet wird, sondern okay, bei ganz, ganz vielen Bereichen auch. Was kann der Arbeitnehmer denn tun, wenn offensichtlich zu viel von ihm verlangt wird? An wen kann er sich wenden? Er muss seine Rechte wahrnehmen, das ist völlig klar. Also jetzt werbe ich für die Gewerkschaftsmitgliedschaft, das ist ja auch meine Aufgabe. Also Gewerkschaftsmitglieder zum Beispiel bekommen Rechtsschutz kostenlos von der Gewerkschaft, vom DGB. Wir haben eine eigene Rechtsschutzabteilung, das heißt, wenn man das Gefühl hat, da sind bestimmte rechtliche Dinge verletzt worden, dann kann man sich an die wenden. Ist natürlich auch immer die Frage, wie geht man damit um? Also der Tatbestand als solcher ist das eine. Und die Frage ist ja, ne, will ich die Rechtsauseinandersetzung führen oder will ich nur eine Beratung und will dann im vernünftigen Gespräch vielleicht mit meinem Arbeitgeber das Problem auch lösen? Aber auch dafür ist es ja klug, dass man seine Rechtsposition dann vorher erfährt und kennt. Eindeutig. Mhm. Wir machen an der Stelle kurz eine Unterbrechung, reden gleich weiter darüber, wie besinnlich und weihnachtlich es im Duisburger Westen zugehen kann und was die Gewerkschaft sich fürs kommende Jahr noch so alles vorgenommen hat. Vorab geben wir aber einmal ganz kurz ab in die Werbung. Autohaus Mercedes Nühlen, direkt an der A40, Ausfahrt Mörs Zentrum. Unsere Ausstellung steckt voller Überraschungen. Schauen Sie sich einfach mal um. Besuchen Sie unsere Ausstellung auf 2 Etagen. Durch gemeinsamen europaweiten Einkauf bieten wir Ihnen günstigste Preise. Bei uns bekommen Sie für Ihr Geld mehr, als Sie erwarten. Kleierküchen an der Repelener Straße 2 in Mörs. Sie möchten, dass Ihre nächste Feier ein voller Erfolg wird? Dann ist der Party- und Buffet-Service der weit über die Grenzen des Niederrheins und des Rhein-Ruhr-Gebietes bekannten Frank Schwarz Gastro Group der sichere Garant dafür. Dabei fängt unser Service schon bei der Planung an. Unsere kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Sie in allen Fragen rund um Ihre private Veranstaltung. So ersparen Sie sich eine Menge Arbeit im Vorfeld, denn wir wissen, wie man eine Silberhochzeit, goldene Hochzeit, eine Kommunion, Konfirmation oder den runden Geburtstag in den eigenen 4 Wänden oder in angemieteten Räumlichkeiten organisiert und durchführt. Unser Angebot reicht von der bodenständigen Küche bis hin zum ausgefallenen Fingerfood. Falls Sie es wünschen, bringen wir auch die passende Dekoration, Geschirr und Besteck, Tische und Stühle oder das Partyzelt gleich mit. Sie erleben und genießen, wir kümmern uns um den Rest. Der Niederrhein-Talk wird präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein. Ihr starker Finanzpartner in Mörs, Rheinberg, Neukirchen-Flüen, Xanten, Alpen und Sonsbeck. Wir sind zurück beim Niederrhein-Talk. Bei mir zu Gast ist immer noch Rainer Bischoff. Herr Bischoff, Sie kommen aus dem Duisburger Westen. Wo ist es denn rund um Baal, Homberg und Rheinhausen aktuell besonders weihnachtlich und besinnlich? Eigentlich überall. Also jetzt mag man nicht den einen Stadtteil gegen den anderen argumentativ ausspielen. Also es ist alles sehr unterschiedlich. Also Baal ist ja nun ein dörflicher Ort, also hat einen dörflichen Stadtteil, hat einen sehr dörflichen Charakter. Da spürt man, glaube ich, Weihnachten in jeder Straße, die Vorweihnachtszeit. In Rheinhausen und Homberg sind es sicherlich die Fußgängerzonen, die besonders beleuchtet sind, wo man dann einige Einkäufe noch machen kann vor Weihnachten. Also ich glaube, dass sich das alles ein Stück weit, oder ich empfinde, dass sich das alles ein Stück weit, dieses Gefühl sich da widerspiegelt und dass das überall schön ist. Und jeder hat so seine Ecke. Jetzt könnte man ja auch noch über Gaststätten reden, wo man den reingehen kann und wo dann auch entsprechend dekoriert ist. Also es ist eine Vielzahl von Dingen, würde ich mal sagen. Wenn wir mal in die Glaskugel schauen, was glauben Sie, was das kommende Jahr für die Region Niederrhein bringen kann? Wo liegen Chancen, Möglichkeiten, wo hapert es vielleicht noch ein bisschen, wo gilt es zu verbessern und nachzubessern?
Ja, aus ökonomischer Sicht ist ja die ganz große Frage, was wird aus dieser Finanzkrise und wird die zu einer Wirtschaftskrise? Dann hätte sie ja für uns als Gewerkschafter oder für Unternehmen hier in der Region auch eine ganz andere Bedeutung. Also wir haben so das Gefühl, es gibt bestimmte Branchen, wo man genau gucken muss, also wo wir Warnsignale bekommen, das ist Stahlindustrie, da ne, weiß man aber auch nie so richtig, also sind das jetzt wirklich Warnsignale, die da längerfristig gelten oder ist das auch mal eine kurze Periode? Aber da wäre natürlich eine große Gefahr drin, wenn wir jetzt diese Finanzkrise sich auswirken, wäre da auch eine Wirtschaftskrise. Teilen Sie denn dieses Gefühl, haben Sie das Gefühl, dass wir uns tatsächlich also, in einer Krise befinden? Wenn man sich da intensiv mit beschäftigt, ist, weiß niemand, habe ich den Eindruck. Mhm. Ne? Das ist die Wahrheit. Also es gibt Ängste, es gibt Sorgen, aber Sie kriegen auch ganz unterschiedliche Informationen. Also ich lese natürlich sehr intensiv Wirtschaftszeitungen. Also da kommt einen Tag die Prognose, der Weihnachtsumsatz wird sinken, nehmen wir mal den Handel. Am nächsten Tag haben Sie das Gegenteil in der Überschrift stehen. Klar. Also das ist, glaube ich, ein Stück weit auch, wie man fragt und wie man an die Dinge rangeht, wen man fragt. Ja. Und so ist es im Weltwirtschaft auch. Ich bin relativ sicher, dass auch der Bundeswirtschaftsminister das nicht weiß, sondern dass spekuliert wird und dass sich da bestimmte Entwicklungen noch abzeichnen werden. Aber das wäre die Sorge. Ne? Also das wäre einfach schlichtweg die große Sorge. Wenn das käme, dann haben wir ganz andere Probleme, als wir sie gerne hätten. Also das muss man deutlich sagen. Aber der Niederrhein ist ganz gut aufgestellt für die Zukunft? Der ist ganz gut aufgestellt. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass das Gefühl des Zusammenhaltes für die gesamte Region Niederrhein steigen würde, sowohl im wirtschaftlichen als auch im politischen Bereich. Ja. Da habe ich oft das Gefühl, dass der eigene Ort auch noch im Vordergrund steht, der eigene Kreis. Also dass diese Region als solche von den Akteuren nicht als gemeinsame Region ausreichend wahrgenommen wird. Da würde ich mir wünschen, dass da was passiert. Und das Verbindende, und da werden wir als DGB eine größere Veranstaltung zu machen, vermutlich im März, ist natürlich der Rhein und die Schifffahrt und die Frage Logistik und Lockport. Da wollen wir uns nochmal intensiv mit beschäftigen. Ja, durchaus hier im Kreis Wesel eine größere Diskussion auch derzeit. Also wie stellt man sich da auf mit den verschiedenen Häfen und deren Städte? Und wie kann man das möglicherweise auch regional ausrichten? Also das große Gelände Lockport in Duisburg, der Hafen Duisburg, der muss natürlich dann auch auf partnerschaftlicher Ebene mit den anderen Häfen und Häfengesellschaften verhandeln. Also da wollen wir nochmal ein Stück weit dahinter gehen und nochmal einen Schub reinsetzen. Was haben Sie sich ganz persönlich vorgenommen fürs kommende Jahr? Gibt es Wünsche? Ich würde mir wünschen, dass, also persönlich geht es mir gut. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der jedes Jahr am 31.12. sich vornimmt, das Rauchen aufzugeben und am 2.1. feststellt, dass es nicht geschafft hat. Also das ist so nicht, mir geht's gut. Also ich möchte, dass es so weitergeht. Die üblichen Dinge, die der Mensch sich wünscht. Für mein Arbeitsgebiet würde ich mir wünschen, dass es denn gelingt, dass man den Lohnabstand zwischen den Gutverdienenden und den Schlechtverdienenden, dass man den im nächsten Jahr noch mal ein Stückchen weit wieder reduziert bekommt. Da haben wir eine sehr ungute Entwicklung, das ist heute auch der Presse zu entnehmen, also nochmal der Presse zu entnehmen. Und da driftet unsere Gesellschaft ein Stück weit auseinander. Und wenn das denn gelänge, wenn eben nicht die Finanzkrise zur Wirtschaftskrise wird, dann würde es natürlich entsprechend schwieriger. Aber wenn wir eine gut boomende Wirtschaft hätten, dass es dann gelänge, dass man da das ein bisschen sozial gerechter noch hinkriegen würde, das fände ich eine wichtige langfristige Aufgabe. Da sind wir gespannt, ob Ihnen das gelingt. Wir versuchen es. Wir werden es sehen. Herr Bischof, schönen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke, dass Sie unser Gast waren heute. Ich bedanke mich für das Gespräch. Danke. Vielen Dank. Beim Niederrhein-Talk wird nicht nur geredet, nein, hier in unserer Sendung kümmern wir uns immer auch um talentierte Musiker aus der Region. Einer dieser Musiker kommt ursprünglich vom Niederrhein aus dem schönen Dienstlaken, hat mittlerweile umgesiedelt in die Landeshauptstadt nach Düsseldorf. Heute Abend ist er bei uns. Im Gepäck hat er sein aktuelles Album, das heißt Schreibmaschine, und das liegt seit Anfang Oktober in den Plattenläden. Von diesem Album Schreibmaschine spielt er uns heute Abend eine ganze Reihe Songs. Loslegen wird er jetzt gleich direkt für Sie mit dem ersten Titel des Abends, und der heißt Krieg in Kabeln, Spaß in Flaschen. Viel Spaß mit Georg Zimmermann. Guten Abend. Ich trete oft oder eigentlich fast nur noch mit Band auf, und jetzt alleine, das hat den Nachteil, dass man jeden Fehler hört, aber ich versuche das mit dynamischer Inkompetenz wieder wettzumachen. Ich hoffe, es gelingt. Mal sehen. Es gibt den Spaß in Flaschen und den Abtransport mit Martinshorn. Dann kommt der trübe Morgen und die Kleider in Tablettenform. Es kommt die nächste Krise und bestimmt die nächste Depression. Und in den gelben Seiten warten Seelenklempner auf ihren Lohn. Ich brauche keine Beine, weil ich 100 Telefone habe. Ich brauche auch nicht zu reden, weil
weil ich 20 Tastaturen hab. Es gibt den Krieg in Kabeln und in Zimmern wird er aufgebaut. Dann kämpfen sind Soldaten um den Platz in einem Reihenhaus. Es kommt die nächste Krise und bestimmt der nächste Untergang. Wir warten auf Web 4.0 und fragen uns, wann fängt es an? Ich brauche keine Hände, weil ich virtuell gewunken hab. Ich brauche auch keine Feinde, weil ich 100 beste Freunde hab. Ich freue mich schon ins Geheim und warte auf den großen Knall. Wie immer der auch klingen mag, er kommt mit großem Widerhall. Ich bunker Dosen Obst und richte einen Schutzraum ein. Dann lade ich euch auf Gelage und Orgien ein. Ich brauche keine Panik, denn ich lege Kissen in mein Grab. Ich sehne mich nach Katastrophen, weil ich dann echte Freunde hab. Georg Zimmermann, meine Damen und Herren, aus seinem Debütalbum Schreibmaschine mit dem Titel Krieg in Kabeln, Spaß in Flaschen. Georg, schön, dass du heute hier bei uns bist. Ja, schön hier zu sein. Danke. Wie kamst du auf den Titel deiner aktuellen CD Schreibmaschine? Ich habe tatsächlich eine alte Schreibmaschine, auf der ich meine Texte schreibe. Die ist aus den 30er Jahren. Ich hatte gehofft, sie ist viel wert, war sie aber nicht. Und dann habe ich sie behalten und habe darauf meine Texte geschrieben und dann gehe ich mit Tippex da drüber und schneide Sachen weg und schiebe sie wieder zusammen und dann ist das Lied fertig. Jetzt haben wir ja eben gelernt, du wohnst in Düsseldorf. Kann man sich da dann keinen PC mehr leisten, oder? Das kann man, aber dann wird er gnadenlos zerstört. Ja. Ja. Jetzt sag selber, wenn du nicht Sänger geworden wärst, wärst du ein Zimmermann geworden? Ja, ich glaube ja. Ich habe, das ist jetzt, das sagt man so leicht, ich weiß nicht, was der Gewerkschaftler dazu sagt, ich bin ja selber einer. Ah. Aber vielleicht, ja. Songs schreiben ist ja wie Zimmern, man zerhackt viel. Wie lange brauchst du für deine Lieder? 5 Minuten oder 3 Jahre, je nachdem. Und für das Lied, was wir jetzt gerade gehört haben? 10 Minuten. 10 Minuten? Ja. Das ist ja sensationell. Isn't it? Ja, ja, hab ich wieder was dazugelernt. Ja. Mhm. Wo sehen wir dich demnächst? Ich bin im Januar auf ein paar Konzerten unterwegs. Düsseldorf, Umgebung, Wuppertal. Ja, einfach auf der Homepage gucken, Georg Zimmermann kommen. Da wird das angekündigt. Und, hoffentlich. Und du bist natürlich noch weiterhin hier bei uns. Wir sehen dich gleich nochmal. Meine Damen und Herren, Georg Zimmermann. Vielen Dank. Applaus.